So. Guten Tag. Jetzt, was wollt ich Sie, Frau? Ah, kennen Sie den Willi Stanko? Hinne mit Weh. Der ist Kassewart vom Kaninchenzuchtverein. Albert sagt, er wäre schon über 20 Jahre Kassewart. War ich ja schon so lang. So der Jome hätte ihm nie was nachweisen können. Wie hat er gesagt, außer seiner Bandscheibe wäre nie was vorgefallen. Wie man so seinen Spaß macht unter den Ärzten. Jo, ich kenne den Willi Stanko auch schon, ach, all die Jahre. Er sagt, er geht jetzt vom Kaninchenverein, der da ausgezeichnet wäre. Ich sag, Willi, wär schon Rammler des Jahres. So, und jetzt wollt er mir, weil ich hab ihm doch vor einem Dreivierteljahr vor meinem Garagedach für sein Garage die Eternit-Platte gib. Weil, gut, du bist ja gesetzlich verpflichtet, das Zeug zu entsorgen. Ich hab gesagt, ich will nichts dafür haben. Und jetzt wollt er mir im Zusammenhang mit der Ehrung wollt er mal ein Bier ausgeben. Also, wenn man helfen kann. Und in der Nacht, wo wir in der Trinke waren, han ich dermaßen Blähungen gehabt. Jetzt kenne ich ja die Bedeutung von dem Wort Windjammer. Nächste Mal haben im Schlafzimmer der ganze Bude voll toter Mutter gelegen. Nee, stimmt nicht, war jetzt nur. Aber Silde hat gesagt, Satz Heinz, mir haben heute Nacht so die Augen gebrennt. Und ich habe von dem Bier ein Kopfweh gehabt. Ne? Da sagt dort der Willi Stanko, sagt er, ja, es ist ja auch kein Wunder, sagt er, das Bier war alkoholfrei. Da habe ich damals gedacht, gehe ich ein bisschen spazieren, da, wie sagt man da, in den Wald, um den Wald und um den Wald herum. Und da hat mich da im Wald in der Arm geschwätzt, sagt er, Sie sind doch der Herr Bäcker. Also, das kann ich jetzt nicht mit Nein bestätigen. Sagt er, gell, Sie wohnen doch dort und dort. Da sagt er, nee, ein Stückchen weiter oberhalb. Sagt er, ah, dort. Ne, sagt er noch, gell, Sie haben doch auch so eine nette Frau. Da sagt er, nee, das ist nebendran. Übrigens, der Willi Stanko ist ja damals aus der DDR geflüchtet, ne? Da in den Westen. Ne? Ja, der ist aus dem ehemaligen Schwerin. Im heutigen Mecklenburg. Ne? Hat man das mal erzählt? Er wäre 1990 wäre er geflüchtet. Heißt Willi, da war doch die Mauer schon auf. Sagt er, siehst du, mir ist das auch noch komisch vorkommen. Weil, sagt er, sein Schwager wäre ein paar Jahre vor ihm geflüchtet. Das heißt, der Wult. Den hätte sie damals an der Grenze erschossen. Sagt er, um mir haben sie die Hand gegeben. Heißt hat andere Länder, andere Sitten. Ja.
Ja, nicht, da sieht man aber, dass die Realität mit der Wirklichkeit oft nichts zu tun hat. Ja. Genau wie du bei dem, ganz anderes Thema, aber du bei dem, wie sagen sie immer, Holocaust. Ne? Und da gibt es ja auch welche, sie wäre es von sich wisse, die das leuchten. Ne? Und wem wollen die dort mit solchen Sachen schöne Augen machen? Ne? Die, die das leuchten, haben mit der Realität nicht wirklich. Wirklich nicht. Ja, und die Jute leuchten das auch nicht. Die sagen ganz offen, jawohl, so war das. Wenn mir was sagen, heißt ja der Deutsche und seine Übergenauigkeit und Gründlichkeit. Der Erich sagt, du, wegen der Judenverfolgung, sagt er, ja, aber wen haben die verfolgt? Und lacht noch so dumm. Macht man doch nicht. Gut, man muss das jetzt so einem Volk auch nicht ewig vorwerfen. Man muss auch mal... Prioritäten davor tritt lassen. Was früher selbstverständlich war, ist heute auch selbstverständlich, nur umgekehrt. Hole mir die Politiker, denen hast du früher noch wenigstens so weit trauen können, wie du sie gesehen hast. Heute bist du froh, wenn du keiner siehst. Nein, die Politiker sind all keine Heiligen, Scheinheiligen. Und es ist gerade in der Politik, ist es ein Unterschied, und da sage ich Ihnen, ist es ein Unterschied, ob man übers Wasser geht oder über Leiche. Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen, kein Mensch kann übers Wasser gehen. Ich habe zum Hilde schon gesagt, entweder wären wir immer älter oder die Politiker immer jünger. Das erinnert mich ja schon mehr an Jugendforscht. Der Schröder damals war schon nix. Ne? Weißt du, der Gasgert. Ne? Putin aus Hannover. Ja, der war schon nix. Und jetzt haben wir ja noch eine die Schröder. Und das Mädel ist ja damals auch nur Familienminister geworden, weil sie wahrscheinlich Anschluss gesucht hat. Oder der Dings, der Rösler. Ich habe mir schon überlegt, ob der Rösler vielleicht nicht ein unehelicher Sohn vom Genscher ist. Ja. Ah ja gut, der ist ja früher auch viel rumgekommen. Ne? Und ja, da hat der damals schon, das ist ja halt noch die Ohren gestellt. Ne? Vor, weiß nicht, 2, 3 Tagen ruft mich der Meierkott an, sagt er, da will ich dem Rösler, sagt er, ist der noch Parteivorsitzender oder Wirtschaftsminister, was ist denn der jetzt? Und ich sagt, Kotti, ich kann es dir nicht sagen. Dann sagt, ich weiß nur, dass er gelernter Vietnamese ist. Wenn es nicht so spaßig wäre, müsst man lachen.
Früher ist man zum Doktor gegangen wie zum Friseur, wenn man gerade drüber geschwätzt hat. Ne? Hat man auch sein Gespräch gehabt, ne? Hat man gesagt, was ihm fehlt, und hat man sein unleserliches Rezept gekriegt. Das haben die Ärzte ja extra gemacht, ne? Damit die Apotheker das nicht lesen können. Naja, Apotheker und Ärzte sind von jeher schon. Ne? Wie Mann und Frau. Können sich auf den Tod nicht ausstehen. Ja, und wenn man heil zum Doktor geht, da guckt der zuerst mal, was für Tablette er verschreiben muss. Und du kriegst die passende Krankheit dazu. Und ja, da kann mir einer sagen, was er will, für die pharmazeutische Pharmazie gibt's nichts Schlimmeres wie ein unheilbar Gesunder. Und gerade bei den pharmazeutischen und den Patienten ist es doch auch so, da gibt's doch so einen Satz, jetzt warten wir, wie sagen sie da immer, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich habe gesagt, das Ei. Sagt der Meierkurt, sagt er, ja, aber wer hat das Ei gelegt? Er sagt, in dem Fall noch Domutz der Rösler. Und der Rösler ist hier Domutz auch nur Gesundheitsminister geworden, weil er Domutz schon gewusst hat, wie krank die FDP ist. Weil die FDP hat ja stelleweise weniger Prozente wie ein dünner Riesling. Sowas schütte mir daheim fort. Und dann, die Ärzte hören dir heute da nicht mehr zu. Wenn du zum Doktor gehst, sagst, Herr Doktor, ich habe Herzrase. Und dann sagt er, ach, das macht nichts, ich habe Kunstrase. Um jetzt nochmal auf den Rösler zurückzufallen, was er ja auch damals in die Welt gesetzt hat, das mit der Kopfpauschale. Ja, das hat es früher mal gegeben, in den Wildwestfilmen. Dann doch eher eine Kopftuchpauschale. Schon noch was Sinnvolles drunter vorstellen. Kennt man die ganze islamische Durchnummeriere. Ja, musst du auch mal praktisch sehen. Aber die Politiker wollen ihr Standpunkt immer aussitzen. Jetzt, wo ich gesagt habe, dass die Politiker immer jünger wären, im Bundestag, auf den Rängen, die Zuschauer, das sind keine Besucher, das sind die Eltern von den Politikern. Na, die bringen die morgens vorbei. Ne? Der Schäuble lässt ihnen was vor. Ne? Und dann nehmen sie die Oms wieder mit heim. Jetzt mal im Ernst. Nomkrieg. Das war, also die im Krieg nicht gefallen waren. Das waren gestandene Männer. A in der Politik. Adenauer, Willy Brandt, Wehner, später noch der Helmut Schmidt. Ja, das war noch Politik. Ja, noch schwarzer Anzug angehört. Weißes Hemd, Krawatt oder wenigstens Schlips. Ja, nee, verstehen Sie, das war noch Politik. Wenn man sie heute sieht, die Dings, wie heißt sie dann, Claudia Roth. Ja, da weiß ich nie, kommt die jetzt von der Fasnacht?
ist der Kopf von Playmobil. Oder ist er Vertreter vom Dritte Weltladen? Ne? Und dann war jo Domuls, also Nomkrieg, und das muss man asern, wo viel Altnazis da wieder in Poste und Ämter kommen sind. Ne? Mein Vater sagt, die hätte sich früher immer gesagt, besser eine Demokratie mit teilweise schlechten Leuten wie eine Diktatur mit guten Leuten. Ja, und die Zeiten waren ja damals gerade erst vorbei. Ne? Und das war ja damals für die Frauen auch eine schwere Zeit. Nicht? Wo doch wie viele Männer aus dem Krieg, ne, wieder zurückgekommen sind. Wo die zum ersten Mal die Kinder gesehen haben, ne? Die sie vorher gar nicht hatten. Meine Tante hat immer gesagt, sie möchte sowas nicht mehr mitmachen. Sie hat immer gesagt, der Krieg an sich, sagt sie, war eine schöne Zeit. Sie sagt, uns ist es nicht schlecht gegangen. Und sagt, dass mir der Anna sagt, ja, ne, sie sagt, die Jude, die im Dorf gelebt haben, also solange sie da waren, ne, sagt sie, die haben uns nichts gemacht. Ne? Denn Hitler hätte sie nie gesehen und erst später im Kino als Charlie Chaplin. Ne? Sagt sie, und wenn die Wehrmacht immer durchgefahren ist, hätte sie am Straßenrand gestanden. Die Fähnchen, sagt sie, sind kostenlos verteilt worden. Der Rest, sagt sie, wollte man, haben wir nicht gewusst. Ja, sie sagt, sie hätte im Leben bei zwei Sachen hätte sie immer Gänsehaut gehabt. Da beim Heil Hitler und dann beim Heil Gänse. Ja, das war eine Zeit, da war die ganze Welt gegen uns. Ne? Muss man uns erst einmal zurechtkommen. Ich meine, her, da mit dem Made in Germany ist es ja noch mal wieder ein bisschen aufwärts gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Die Älteren unter Ihnen, wenn sie nicht schon tot sind, wäre es wissen. Ne? Ja, ja, der ist, pass auf, der Engländer wollte die Deutsche schon immer, wie sagt man da, brandmarkiere. Ne? Und da haben die Schweine, wie sagt man, so wie man Schweine stempelt. Ne? Ja, ja, pass auf. Der Engländer hat damals verlangt, dass auf den Ware, die aus Deutschland gekommen ist, dass dort drauf gestanden hat, Made in Germany. Weißt du? So wie, das ist alles Scheißdreck. Ja, jetzt ist damals der Schuss aber ins Gegenteil geschlagen. Ne? Das war plötzlich, war das wieder ein... Ja? Wert, Qualität, ne? Unheil, Unheit. Sahen doch alle Länder auf der Welt. Weltweit. Germany, Männer aber Deutschland. Außer der Franzose, aber. Die kriegen ja sowieso nie was geregelt. Da mit ihrem fliegenden Holländer.
Hm. Ja, aber die Sache hat dem Engländer damals so auf den Magen geschlagen. Die trinken halt noch jeden Mittag eine Tasse Tee. War Spaß, ne? Aber, ja. Und dann, und das war für mich schlimmer wie, ja, jetzt nicht schlimmer wie der Krieg, aber da 66, Fußball-Weltmeisterschaft, das Tor gegen England. Da haben sie die Engländer auf die Tour versucht. Fußball-Weltmeisterschaft 2010 haben sie es noch einmal versucht. Und da hat sich das Schicksal gesagt, aber es ist aber Schluss. Aber das ist der Engländer. Fahr ja links rum. Für mich wäre das nichts. Und der Willi, wo ich jetzt gerade erzählt habe, der ist auf Hunde. Ne? Ach du lieber Gott. Ich glaube, der macht mit den Hunden mehr daher, wie mit seinen Kindern. Wenn eins von dem seine Kinder mal krank ist, ich glaube, der geht mit denen zum Tierarzt. Jo, hat ja ein Kollege, der ist Hundezüchter, aus Frankreich ist der. Und jetzt machen sie immer so, soll ich das jetzt erklären, also Seihunde gehen für 14 Tage nach Frankreich und dann kommen die französischen Hunde, also die Tiere. Ne? So, soll ich denn jetzt sagen, wie sagt man dann, also jetzt kein Schüleraustausch, aber ich weiß ja nicht, ob die Hunde dort dabei was lernen, aber ne, was es nicht alles gibt. Ne. Jo, der Willi sagt, er seit 14 Jahren hätte er einen Mischling. Ne. Also im Haushalt. Ne. Sagt der Heinz, seit die da ist, kommt nichts mehr weg. Sagt er, wenn ich irgendwas suche, muss ich nur bei der in die Tasche gucken. Ja, man lacht, aber es ist viel Wahres dran. Ne? Gut, das heißt jetzt nicht, dass alle Ausländer klaue. Jo, schon, aber... aber sie schmeißen nichts fort. Und Willi sagt, in Ungarn wäre das ja so schlimm. Ne? Sagt, wäre dort regelrecht ingesammelt und erschoss. Also, und die armen Hunde bleiben alle in zurück. Ne? Obwohl die Sachto mit seinem Pitbull-Terrier, weiß ich nicht, ist mir schwer an die Niere gegangen. Ne? Ach du lieber Gott. Obwohl das Gericht gesagt hat, das Kind hätte dort dürfen nicht frei rumlaufen. Ja, aber er sagt, es wäre immer mal zuerst die Hunde ihn geschläfert. Ne? Und er sagte, du musst nicht denken, dass die Eltern immer vorbeikommen wären. Und hätte gesagt, Entschuldigung oder es tut uns leid. Ne? Nix. Ja, er sagt, es gibt Kindergeld. Aber sagt er, du bezahlst Hundesteuer. Ne? Sagt er, so viel zur Tierliebe in Deutschland. Und die da bei ihm im Haushalt ist, die hätte noch einen Bruder, der wäre aber noch dunkelhäutiger wie sie. Ne? Na ja Gott, denn ihr Vater ist damals noch Rammstein gekommen, weißt du, da in die Palz zum Militär, nicht? Als Neger. Nicht? Und es sind die damals hier als Kinder auf die Welt gekommen. Nicht?
und ihr Bruder heißt Wolfgang. Ist so, oh, nix gegen den Namen. Aber nee, dass ein schwarzer Wolfgang heißt. Das ist gut, wie man es gewähnt ist, aber ja. Rufen wir auf der Straße Wolfgang. Wie viel Näscher sich da rumdrehen. Da ist dasselbe, wie wenn ich Lumumba heiße. Könnte man auch nichts dran machen. Ne? Und die Willi sagt, wo sie immer schwätze von dieser, wie sagen sie da, Rassendiskriminierung, sei da überhaupt nicht. Sei da kein bisschen. Sei da, das ist so ein netter Mann. Jo, man darf auch nicht alles glauben, was erzählt wird. Aber wie sagt man immer, ein Unglück kommt selten allein. Aber sagen Sie mal, so Katastrophe. Die kommen nie zusammen, ne? Immer hintereinander, eins nach dem anderen. Das ist doch nie ein Waldbrand, ne? Jetzt, wo es damals, wo waren das damals? In Portugal oder da vor ein paar Jahren, wo es so schlimm war, Griechenland, ne? Obwohl, die sind hier ständig abgebrannt. jetzt, es ist doch nie ein Waldbrand und gleichzeitig eine Vogelgrippe, ne? Jetzt ist nur mal ein Beispiel. Oder es ist doch nie eine Rinderseuche und gleichzeitig Bundestagswahl. Gut, auf der einen Seite ist es gut, dass das nie zusammenkommt, weil der Brennpunkt sind ja auch nur 15 Minuten. Ne? Und in den 20 Minuten muss ich ja alles unterbringen. Ne? Es sind ja auch nicht ständig Katastrophen. Ja, zwischendurch haben wir, weiß es nicht, Sommerferien oder. Ne? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass die meisten Katastrophen immer kurz vor Weihnachten kommen? Warum? Weiß ich nicht. Gut, sind halt die meisten Leute daheim. Ne? sind halt die meisten Leute daheim. Hä? Ah, und zwischen dir eine Katastrophe. Was kommt denn da? Ich will nur wissen, ob er da ist. Nee, und es sind ja nicht jede Tagkatastrophe. Ja, normal ist der Alltag. Ach, schon gut gemacht. Wenn der jetzt auf die Bienen wäre, ich wäre in der drin gegangen. Nee, normal ist der Alltag so, was so jede Tag, wie sagt man da, wenn es Wetter oder Parkverbot, ne? Massentierhaltung, Zahnpastatube wird leer oder was man so in der Zeitung jede da oder dieser sexuelle Missbrauch und der ganze Ärger mit der Verwandtschaft. Ne? Wir haben am Stammtisch seit dreiviertel Jahr einen, wie sagt man da, Neuzugang. Ne? Der kommt nicht regelmäßig, aber immer wieder mal. Der ist, was haben Sie gesagt, was der wäre? Pastoralassistent. Ich wohne da aus dem Südschwarzwald. Wo kommt er dann her? Wie haben Sie gesagt? St. Blasien. Und der sagt, du, welche der Massentierhaltung, deswegen komme ich da drauf. Sagt er, das eigentliche Problem wäre, die Erde hätte eine zu große Massenmenschhaltung. Verstanden habe ich es nicht, aber es macht was daher. Ne?
Und was ja zwischen den Katastrophen auch immer noch stattfindet, die ganze Bomben Anschläge, gerade dort unten, weißt du, mit den Selbstmordattentätern. Und das ist ja, kann ich sagen, eine Form von Terror. Ja, und gerade dort unten musst du doch damit rechnen, dass du nahezu täglich ums Leben kommst. Ja, und da ist schnell mal ein Funke zu uns übergesprungen. Da muss doch nur wie damals da bei dem Stuttgart 21, schon eine Zeit lang her, ist jetzt bestimmt schon Stuttgart 22, wo der Heiner Geißler da in den Schlichtungserzählungen ja, und die Verhandlungsteilnehmer, oder wie man sagt, die haben ja gefragt, da, wie sie zusammengesetzt haben, warum gibt es da Trockenobst? Da haben die gesagt, das ist der Herr Geißler. Jetzt, ja, nee, ich war nicht dabei. Nee, aber jetzt, was ich sagen wollte, da ist schnell mal ein Funke zu uns übergesprungen. Da muss doch nur, wie damals, der Heiner Geißler da in den Verhandlungen, wo er gemerkt hat, dass sie nicht mehr vorwärts und rückwärts kommen, wo der gesagt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, die Gefahr bei sowas, wenn man sowas schon in der heutigen Zeit sagt, wollt ihr den totalen Krieg, musst du doch damit rechnen, dass die Leute, gut, das ist eine Minderheit, aber dass die Masse sagt, jawohl. Ja. Nee, verstehen Sie, da ist schnell mal ein. Gut, man muss das jetzt mit dem Heiner Geißler nicht überbewerten. Seit ja 1943 gerne erwartet, dass der Goebbels schlichtet. Kann man nichts dran machen. Ne? Unser Lehrer hat damals in der Schule schon immer gesagt, ich kann das Thema nicht mehr hören. Er hat immer gesagt, ihr geht schließlich in die Schule, um was zu lernen. Mein Vater hat schon recht gehabt, wenn er früher immer gesagt hat, Erziehung ist kein Zuckerschlecken. Aber heute kriegen sie heute Zucker in der Arsch geblost. Ja, ich, ja, nee, da haben zum Stefan schon gesagt, ich habe gesagt, das kannst du haben. Ich habe gesagt, das kannst du haben. Aber Würfelzucker. Ich habe gesagt, es gibt Situationen, wo sich auch ein Arschloch anpassen muss. Ja, wissen Sie, wie ich früher groß war bin? Das kann ich dir sagen. Mit Erziehung. Heute kommen sie mit pädagogischer Beratungsstelle für überforderte Ältere. Ja, da kann ich nur sagen, leck mich am ungewäschten Arsch. Und in die Kappgeschiss. Ja, mein Vater hat sie mir früher nicht gesagt, das darfst du nicht. Oder da müssen wir mal drüber reden. Der hat mir an die Backe geschlagen und da war Ende der Beratung. Und meine Ältere haben kein Betreuungsgeld gehabt. Gut, die haben nicht geracht, nicht gesuff. Ja.
Zilde hat da in seiner, wie sagt man da, großräumigen Verwandtschaft hat's eine, zu der haben sie immer nur die Tante Erika gesagt. Und die hat auch so eine eigene Vorstellung von Kindeserziehung, weil wir gerade darüber geschwitzt haben. Jetzt, wie soll ich Ihnen das erklären, dass Sie sich in etwa ein Beispiel machen können? Der Apfelkuchen mit Vollkorn und ohne Zucker gebackt. Das hat mir so alles alternativ Sinn. Sogar das Olivenöl. Wie hat sie immer gesagt, die Kinder müssten sich selbst entwickeln. Ja, sie selbst hat kein Kinder gehabt, war auch nicht verheiratet, im Gegenteil. Die hat da mit einer Frau da so, wie sagt man dann, nicht homöopathisch. Ja, und die wollen sie ja jetzt gleichstellen, ne? Also mit der gesunden Ehe. Ne? Kein Wunder, wenn es Rezession gibt. Ne? Kann man sagen, Gott sei Dank hat sie keine Kinder gehabt. Gibt genug Elend auf der Welt. Ja, aber die schwitzt über Kindeserziehung. Ist doch dasselbe, wie wenn, weiß es nicht, der Schäuble Tanzlehrer wäre. Und so ist das bei dem Erika A. Wenn man behindert ist, kann man nicht alles machen. Das ja, der Thomas hat sie immer gesagt, sie findet das nicht gut, dass der Stefan an der Fasnacht als Cowboy geht. Dort geht er schon lernen, mit der Gewalt umzugehen. Also da müsste halt auch Marlboro rauchen und Lungenkrebs haben. Das sind alle so Ansichten. So. Wie sagt man, aus dem grünen Bereich. Genau wie die Anna sagt, das muss ich noch kurz erzählen. Und nicht, dass Sie jetzt denken, dass ich das aus der Luft schüttle. Wir waren vor, 3 Wochen beim Hedwig auf seinem 70. Geburtstag. Waren auch viele, die ich nicht gekannt habe. Sitzt mir am Tisch gegenüber ein, weiß nicht, ob sie verheiratet war, Anfang, Ende 40. Ne? Der, was? Der ganze Ofen Balava miteinander gehabt. Ne? Mich hat das nicht interessiert, aber da habe ich immer zugehorcht. Und Sie wissen ja, wie es geht. Ne? Immer lauter hin und her. Ne? Bis sie wörtlich gesagt hat, Wort für Wort. Sinngemäß. Sagt sie, ja, du musst was sagen, du bist im Bett doch eine Null. Sagt er, ja, was soll aber auch ein Jockey auf einem toten Pferd? Totenstille. Es war schlagartig so ruhig, da können sich manche Beerdigungen scheib abschneiden. Ja.
Und du hättest mir die Blicke von ihr sehen sollen. Das kannst du mimisch gar nicht noch machen. Jedenfalls nicht beim Gesicht. Nächsten Tag, ich hätte mich noch mal getroffen, habe ich gesagt, und hat sich das gestern oben mit den zwei da noch einmal, sagt man da, ingerenkt. Sagt, ja, ja, er hätte eine halbe Flasche Cognac getrunken. Und sie hätte recht vorm Abend im Auto gesetzt und geheilt. Da habe ich gesagt, na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Muss man alles mal mitgemacht haben. Wenn einem so viel Gutes widerfährt. Gut, bis spätestens gleich. Ich habe Meier zu Meier kurz schon gesagt, ich bin so müde. Wenn du mir hier ein Bett hinstellst, könnte ich mich gerade hinlegen und schlafen. Sagt er, damit kann ich dir nicht dienen, aber sagt er, ich hätte eine Flasche Bier. Er sagt, jo oder so. Haben Sie gewusst, dass der Schindler Gregor einen Zwillingsbruder hat? Sagt sie, wäre eineiige Zwillinge. Gut, es gibt auch welche, die leben nur mit einer Niere. Fortschritt wird immer moderner. Ne? Es gäbe jetzt auch schon, jetzt wie haben sie am Stammtisch gesagt, ich habe das gar nicht verstanden. Sehbestattung für Blinde. Warum nicht? Der Zwillingsbruder vom Schindler Gregor, wie heißt er dann? Hubert, der hat ja schon immer so schwer geschafft. Nee, der hat sich mit dem Schaffen schon immer so schwer getan. Ja, der lebt doch mit einer Lebensgefährtin zusammen. Nicht? Und die zwei machen so viel Urlaub, soll ich denn jetzt sagen, so viel da, wie unser einer es ja überschafft, machen die Urlaub. Nicht? Sie wäre Autoverkäuferin bei Ford. Sie wäre beim Escort-Service. Er spielt Golf und macht Krafttraining und so zeichnen. Satz, Hilde, Satz, siehste, der Mann hat jetzt eine gute Figur. Das ist schon die gleiche Figur wie der, nur halt mit Essen und Trinken. Ich sage immer, man muss flexibel sein, nur alle Seiten. Da, wo wir gerade vorhin drüber geschwätzt haben, über die Selbstmordattentäter. Also, da könnt mir auch einer so viel Geld versprechen, wie ihr wollt. Aber das kann sich unser einer wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen. Das ist bei denen da ein religiöser. Fundament. So, also so tief die Überzeugung. Ne? Bei uns jammern sie schon, wenn sie Geld sammeln für neue Kirchenbänke. Ne? Aber das ist der Unterschied, wo sie immer sahen zwischen dem Orient und dem Morgenland. Ne?
Ja, und stell dir mal vor, du wärst meins wach und du wärst, du musst jetzt da mit einem Sprengstoffgürtel. Ja, bei der Frau geht's dann schon los. Was zieh ich da dazu an? Ja, was nützt denn das, wenn ich ein, Märtyrer bin und hast nichts mehr davon? Bei uns wird einer, gut, das sind ganz andere Berufe, aber, da wird jetzt einer, sagen wir mal, Abteilungsleiter, der hat seine Visitekarte, sein Gehalt, sein Urlaub, der hat doch was davon. Deswegen sage ich immer, es kommt immer drauf an, von welcher Seite man das Materielle sieht. Kurzer Spaß zwischendurch. Ich bin doch lieber ein Träumer wie ein Schläfer. Jetzt nur mal so. Ne? Und dann kriegen die von der Religion im Paradies, ich weiß es nicht, über 70 Jungfrauen versprochen. Ne? Gut, das ist wie bei uns bei der Versicherung. Ne? Nur die nennen das Dividende. Ne? Ja, stell dir mal vor, unsere Religion sagt, wenn du ins Paradies kommst, stehen da 70 Hilde. Den ich mich auf der Stelle in die Luft sprenge. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du kommst nach so einem Anschlag, wo du dich da in die Luft gesprengt hast, so, sag mal, du aus Jux und Dollerei. Ne? Kommst ins Paradies, sagst, Tach, ich wollte die Jungfrau abholen. Und dann sagen die, ja, haben sie schon mal gesehen, wie sie aussehen? Deswegen sage ich immer, es ist egal, an was man glaubt, an die Religion oder die Versicherung, sie schien her immer alt aus. Ah ja, rufst bei der Versicherung an, sagst, Tach, ich will mein Dividende. Dann sagt der Computer, dann drücken Sie auf die Null. Und die Versicherung freut sich ein Loch in der Arsch. Und weißt du, was mich dort dran am meisten stört? Es ist mein Arsch. Du bist schon der, der am letzten Ende beim Nachsehen in die Röhre guckt. Ja, man kann sich heutzutage nichts mehr wehren. Muss doch auch mit den Autos durch die Straße fahren, wo sie die Fotos da machen. Weißt du, wie 360-Grad-Bilder. Sagen sie jedenfalls, ne? Kannst du nicht kontrollieren. Einfamilienhäuser, Gesichter und Autokennzeichen, die sie verschleiern. Verschleiern. Kannst du dir ja denken, wer hinten dran steckt. Gut, ich möchte auch nicht, dass mir einer ins Wohnzimmer guckt, aber auf der anderen Seite würde es mich schon mal interessieren, wie es bei manch einem daheim aussieht. Ne? Ob der nur den Büchersteig kehrt und vielleicht nicht den Dreck hinter die Hecke schmeißt. Ne?
hat zum Meierkurt gesagt, wenn sie bei uns mit dem Auto durch die Straße fahren, froh ich mal, ob sie es Hilde in echt Azu pixeln können. Ja, naja, gut. Ja, aber was früher in der DDR die Stasi heimlich gemacht hat, die haben ja früher ständig damit rechnen müssen, dass hinter jedem Ecke der Gysi steht, mit einer Polaroid-Kamera. Und das machen die halt offensichtlich. Ne? Weißt du, ob nicht in der Antenne auf dem Auto, ob du nicht in der Oben drin sitzt? Ich will keinen Namen nennen, aber von der Größe käme es hin. Ne? Ja, man lacht, aber es ist, ich weiß es nicht. Jetzt, wie sagen Sie da zu dem ganzen Zeug, Street View? Ohne was das heißen soll. Straßenstrich, oder? Es wäre fürs Internet. Und die Leute glauben es auch noch. Ja, sie täte die Fotos ja unscharf machen. Ah jo, aber sie haben die Negative. So schlau bin ich auch. Das sollte sie mal mit dem Street View bei so Leuten wie der Dings da, wie heißt er dann? Berlusconi. Sollte sie bei dem mal durchs Gelände fahren? Wenn sie hin und raus fahren, haben sie einen Sexfilm. Am Stammtisch haben sie gesagt, der Berlusconi wäre jetzt politisch im zweiten Glied. Ah, ich sag, ja, das erste hat er ja runtergewirtschaftet. Ne? Jetzt nochmal wegen dem Street View. Früher in der Schule hat's geheißen, morgen kommt der Fotograf. Gucken, dass sie gewischt sind. Jedenfalls bis dorthin, wo der Pullover anfängt. Und da haben wir so, da, wie sagt man, da in Reihe gestanden. Weißt du? Hinten die haben höher gestanden, damit vorne die tiefer stehen. Ne? Aber da war doch außer der Schulschwester keiner verschleiert. Und da sind wir ja bei einem Thema, da geht mir das Messer im Sack auf. Da mit ihrer Altersvorsorge. Altersvorsorge wäre Maßnahme, um den Lebenserhalt zu bestreiten. Ja, ich habe mein Leben lang geschafft, sind das keine Maßnahme. Und dann kommt es ja noch darauf an, wie du älter wirst. Gesetzlich oder privat. Wo sie immer durchschwätze von der, wie sagt man nicht, Risikorente, Riester-Rente. Ja, mein Geldbeutel ist kein Luftballon, wo man aufblasen kann. Und der Norbert Blüm damals, und da sah ich ihn, der hat auch gedacht, weil er nicht groß ist, müsste die Sätze nicht fertig schwätzen. Die Renten sind sicher. Der ganze Satz muss heißen, die Renten sind sicher im Alter nicht ausreichend. Muss man dann als Politiker, um einen ganzen Satz zu sagen, eine gewisse Größe haben? Ich weiß es nicht. Private Altersvorsorge. Ja, muss ich schaffe gehen, nur damit es einem Berater von der Bank gut geht? Ich kenne einen, der hat da mit so einem, weiß nicht, wie sagt man da, Anlageberater von der Bank oder ich weiß es nicht, hat der für später Aktien, Wertpapiere, Lebensmittel, Lebensversicherung, nicht? Und der kriegt keinen Pfennig Geld. Nix. Alles fort.
nur weil da so eine Drecksau, um mich vorsichtig auszudrücken, weil der denne falsch beschissert. Und der hat zu mir persönlich gesagt, sagt der Heinz, ich habe noch nicht mal mehr so viel Geld, um mir einen Strick zu kaufen, für mich aufzuhängen. Das muss man sich immer vorstellen. Ich habe gesagt, gut, daran soll es nicht scheitern. hallo. Sie wissen, wie ich das meine. Ne? Ja, und dann ist in dem Ganzen noch nicht mit ingerechnet, dass du vielleicht mal krank wirst. Und da ist es ja auch so, wenn du Geld hast, dann bist du der Herr Bäcker. Der Herr Patientbäcker. Ansonsten bist du eine Pflegestufe. Ne? Altschwätze über Rente mit 67 und wirst du Teufel was. Ne? Ich gehe mein Leben lang schaffen für die paar Mark Rente. Ja, für eine Almose kann ich auch betteln gehen, kann ich mich wenigstens bei Ihnen sitzen. Und die Politiker brauche ich mir die Rente keinen Gedanken zu machen. Die haben genug. Ne? Ohren zu und durch. Die sitzen im Bundestag, obwohl sie gar nicht anwesend sind. Und wenn sie da sind, sind sie abwesend. Und du kannst ja nur die Wahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, kannst ja nicht wie am Telefon sagen, ich habe mich verwählt. Und die ganzen Manager setzen einer Konzern um andere in, wie sagt man, Strich und Fade. Und kassiere Abfindungen nur dem Motto, heißen Sie Schlecker, ich heiße Arschlecker. Unsere Regierung sagt, ja, wir haben kein Geld, das steckt alles im Überschuss. Oder wir haben die Griechen wieder ein bisschen Geld geben. Ne? Jetzt haben ja die Griechen gemerkt, dass sie nicht so viel Geld kriegen, wie sie sich das vorgestellt haben. Jetzt wollen sie mehr Zeit. Ne? Gehen wir auf den Bahnhof und sagen, ich brauche mehr Zeit. Dann heißt es, der Zug ist abgefahren. Und das ist nicht nur Griechenland. Ne? So mittlerweile Italien, Spanien, Portugal, Irland. Und wie, wenn sie noch so Land, ne, ich im Fernsehen... Slowenien, was ist da hin, willst du tun? Wo die Wölf und der Dracula Polka tanzen. Wollen alle in die Eurozone. Da so nur dem, gibt's doch so ein so Motto, wie gibt's beim SA, all-inklusive oder... Immer ein kleiner Beitritt bezahlen und dann Schulden machen, so viel wie man will, ne? Bis der Arzt kommt. Also in dem Fall der Schäuble. Ne? Wenn Deutschland weiterhin so viel Geld bezahlt, muss sich der Schäuble an der Rollstuhl eine Anhängerkupplung machen. Und dann... Ich will nur so sagen, sage ich Ihnen, wie das mit den Euro, mit der Krise da losgegangen ist, da haben die Jude die Parole ausgegeben, Fromo, die Deutsche, die haben genug Geld, wir haben all die Jahre gute Erfahrungen gemacht. Hey, hör mal jetzt so, ja. Ja, aber so einer wie der Müller, Karl. So einer wie der Müller, Karl, schafft über 40 Jahre auf der Grube. Was hat er gekriegt? Ein Keramikteller und eine Staublung. Ja, schöner Teller, ne? Hat er jetzt hier im Wohnzimmer hängen, wo vorher das Bild von seiner Frau gehängt hat.
Naja, die hat damals, wie sie erfahren hat, dass er Staublung hat, hat sie eine Sitze gelassen. Ne? Sie hat gesagt, sie hätte im Leben schon genug Dreck weggemacht. Man kann sich nicht immer aussuchen. Silde hat er kurz nach der Hochzeit gesagt, hätte seine Mutter zu ihm gesagt, das war's mit dem Dolce Rita. Und das Gegenteil von Dolce Rita ist der bittere Ernst. Und da kann manch einer ein Lied von singen. Ich kenne einen, der ist so lang verheiratet wie ich. Vielleicht nicht so lang, aber naja, obwohl, ist jetzt auch egal. Der hat seine Mutter daheim, da als Pflegefall, ne? Und die hat dement oder so. Ja, so hat das, wie hat er gesagt, das ist schon eine Belastung. Ne? Der sagt oft, wo meine Mutter, meine Frau, das Inge nicht mehr wiedererkennt. Ne? Sagt er, meine Mutter ist manchmal zu beneiden. Also, wenn er es nicht gesagt hätte, hätte ich es Ihnen gar nicht erst erzählt. Aber. Auf der anderen Seite hat seine Mutter immer wieder sagen, Ernst, treib die Frau ins Haus raus, die will mich vergiften. Sondern dann ist es Inge ihn geschnappt. Dann muss ich zum Inge immer sagen, meine Mutter ist doch krank, die meint das wahrscheinlich gar nicht so. Ne? Josef, Frau, hat immer wieder sagen, ich wäre noch wahnsinnig, wahrscheinlich bin ich schon. Er sagt, meine Mutter geht als nachts in der Wohnung herum, wo sie nicht mehr weiß, wo sie ist. Nicht? Und wo sie nach in den Kühlschrank geht und wascht den Käse isst. Nicht? Und jetzt seine Frau sagen, ich kann das Zeug ja nicht doppelt kaufen. Nicht? Geht doch alles ins Geld. Nicht? Und obwohl seine Frau die wascht dann nicht mehr esse. Nicht? Weil sie sagt, nicht, dass es sich direkt vor der Frau ekelt, aber sie sagt, wenn es meine Mutter wird, jetzt mir nichts ausmachen. Jo, er sagt, meine Mutter kratzt sich als die ganze Oberärm auf und geht dann an die Lebensmittel und das kann man schon verstehen. Ne? Wollte sie schon den Kühlschrank mit Klebstreifen zukleben. Ne? Aber sah da entweder halt nicht zu, oder sah da muss ich so viel Klebstreifen holen, dass man am nächsten Mal, wenn man nur die Butter rausholen wolle, muss den ganzen Kühlschrank rauspacken. Ne? Jetzt hätte er in den Kühlschrank, sah da Heinz, dir kann ich es ja erzählen, aber sah da erzählt es nicht weiter. Jetzt hätte er in den Kühlschrank vorne aufs Gefach 2 Mausefalle gestellt. Ja, so hat einwandfrei. Ne? Also, wenn man das in dem Zusammenhang so sehen kann. Ne? Sag ich, jetzt habe ich meins meiner Mutter immer müsse die Mausefalle an den Händen abmachen. Und da hätte seine Mutter immer gesagt, ach, wenn ich dich nicht hätte. Ne? Aber sie hätte auch gesagt, wir müssen mal den Doktor holen. Es Inge ist im Kopf nicht richtig. Die will im Kühlschrank Mäus fangen. Und in letzter Zeit wollte sie gar nichts mehr essen, weil sie dort immer sagen, die wascht im Kühlschrank, dort sie immer beißen. Ja, man lacht, aber es ist furchtbar. Ne? Hey.
Man weiß, was wir immer schaffen. Ne? Wir sitzen vielleicht mal vor dem Kühlschrank und denken, wir wären eine Katze. Ne? Sagt Hilde, kann man nur hoffen, dass man nicht älter wird. Ne? Ja, wenn man sowas hört, da kann man sich schon vorstellen, dass es da auch welche gibt, die an Sterbehilfe denken. Ne? Also jetzt nicht Mord. Verstehen Sie. Also wo man sich erleichtert. Ne? Und dem anderen, da, wie sagt man, die Eucharistie gibt. Ne? Hilde sagt, Heinz, tätst du das wolle? Oh, ich sag, müsst mal vorher noch erklären, wie das mit dem Trockner mit der Wischmaschine geht. Ja? Aber jetzt mal abgesehen davon. Ich sage immer, wenn ich immer sterbe, ist gerade Zeit. Aber so weit ist man schon. Man schwätzt über die Rente und denkt an den Tod. Obwohl, irgendwann ist es soweit. Ob man will oder nicht. Jo, man weiß, wozu es gut ist. Gerade wenn man in die Zukunft denkt, was ihm vielleicht alles erspart bleibt. Vielleicht Rente mit 80. 85. Schwätzt doch immer über diese Alterspyramide. Das ist, weil sie es mit der alten Leute auf die Spitze treiben. Ja, unser Enner schafft, bis er tot umfällt. Dann heißt's, er hat sich um das Gemeinewohl verdient gemacht. Ja, du machst dich verdient, die anderen tun sich bereichere. Nö, dann lieber tot. Soll sie gucken. Ich kenne einer, der hat immer gesagt, nach mir die Sintflut. Zwei Tage nach seiner Beerdigung haben sie Wasserrohrbruch gehabt. Also ihn hat es nicht mehr gestört, aber riesig schade. Bis das ganze Haus renovieren. Ne? Kann schon sagen, sind der Erbe die Fälle davon geschwommen. Aber wie gesagt, man weiß, was noch alles auf uns zukommt. Ne? Ob das mit dem Euro so bleibt oder ob nicht doch noch einmal die Reichsmark kommt. Wie sagt man dann? Nicht Dänemark, D-Mark. Ne? Ich kenne einer, der hat gesagt, ich bin froh, oder, dass ich damals nicht alles umgetauscht habe. Und wenn die D-Mark noch einmal kommt, wird ja schlagartig alles doppelt so teuer. Irgendwann kann man sich gar nicht mehr leisten zu sterben. Oder ob es noch mal Krieg gibt. Wissen Sie es? Ich nicht. Siehst du, was da überall los ist? Gerade da in Syrien. Da. Das ist ein Pulverfass ohne Netz. Ne? Da mit ihrem, wie heißt der, der Assad. Ne? Assad. Wie ich das schon anhört. Ne? Assad, wie Drecksack. Ne? Der hätte doch keine Hemmungen, die Welt in die Luft zu sprengen. Und dann habe ich vor ein paar Wochen hinter am Haus zwischen der Garage und der Linkusterhecke alles mit Waschbetonplatte neu gemacht. Ja, das interessiert doch den nicht. Ich habe zum Hilde schon gesagt, ich steht mich bei der ganzen Kuffmucke. Da ohne, ich steht mich ja gar nicht inmischen. Soll ich gehe, seit ich die Köpfe inschlagen? Und wenn sie fertig sind, soll ich sie anrufen.
Also, der kann sich den Niebel auf sein Teppich setzen und nun fliehen. Kann er sagen, ich bin der Herr Niebel, ich habe mich verfranst. Na, kann er der Entwicklung helfen. Aber Zivilisation ist für die da unten ein Fremdwort. Wenn du denn was von Zivilisation sagst, die gucken dich an wie ein Arbeitsloser, zu dem du sagst, ich hätte Beschäftigung. Und dann eine Haustür weiter. Eine Haustür weiter, die hucke ich da unten aufeinander wie die Ratte. Ne? Da wie Iran, da, ne? Der Name von denen ihrem Staatspräsidenten schon undurchsichtig. Da, wie heißt er dann? Ach, was der nicht schafft. Wie haben Sie denn die Atombombe zu friedlichen Zwecken nutzen? Da kann ich auch sagen, wer es glaubt, wird selig. Und die sind da untereinander spinnefeindlich. Ne? Aber wenn man gegen einer von denen was sagt, da halten die Brüder zusammen wie Frauen beim Schuhkaufen. Ne? Ja, vielleicht nicht so schlimm. Ne? Oder eine Frage aus der nächsten Zukunft. Geht Deutschland aus Afghanistan? Und dann sagen ich Ihnen, ich steht dort erst rausgehen, wenn ich woanders eine bessere Krise hätte. Ja, da stehen Sie wieder mit leeren Händen da, da heißt es, wohin mit der Bundeswehr? Und das ist doch wirtschaftlich alles ein Geschäft. Es gibt doch so einen Ausdruck, wie sagen Sie immer, totes Kapital. Es kann, aber es muss ihm nicht interessieren. Das ist das Gute an der Sache. Was ich hier mit Sicherheit nicht mehr erlebe, ist, dass es Roswitha während der Sportschau nicht anruft. Jedes Mal. Der Schiedsrichter hat die Päf noch nicht richtig zwischen die Zähne. Ruf das an. Heinz guckt schon wieder die Sportschau. Gell, ich rufe immer während der Sportschau an. Jo, der Kurt guckt an. Ich weiß, die Männer wollen dort dabei nicht gestört werden. Mich interessiert das ja nicht, aber die Männer wollen immer gucken. Ich will auch nicht stören. Aber ich habe Hilde getroffen, es saß, es Wäschprüfer wäre im Angebot. Und jetzt wollte ich nur wissen, ob mir fahren solle oder ob ihr fahre. Doa. Da freut man sich doch aufs Sterben. Ah, wo ich gesagt habe, man weiß, was noch alles auf uns zukommt. Wo sie da immer schwätze von dem Klimawechsel. Weißt du, da, wie sagen sie, da, das Toyota-Protokoll. Da, weißt du, die da auch ein Experte. Jetzt, wie haben sie gesagt, die Eiszeit, die wärmer wäre. Ne? Brauchst du doch nur eins und eins zusammenzuzählen. Kannst du ausrechnen, was auf uns zukommt. Ne? Wenn es dem Eskimo zu warm wird und auf der anderen Seite der Neger immer mehr kalte Fies kriegt. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei. Da machen die sich auf der Wehe da, zu einer, wie sagt man da, Volkswanderung von Nord nach Süd und umgekehrt. Und welche, wo die sich treffen? Das gibt ein regelrechter Schmilztegel.
Und weißt du, was dann los ist? Dann ist Sodom und Gomorra die Hauptstadt von Europa. Und dann haben wir den Captain Igloo und den Onkel Benz da sitzen. Und von den anderen, die von links und rechts noch dazukommen, ganz zu schweigen. Und auf die Gelegenheit wartet ihr schon lang. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann mal auf die Post kommt und hin am Schalter steht er nie ganz verschleiert. Sagst du doch automatisch, ah, hat er schon zu. Oder im Kaufhaus in der Gardinenabteilung. Da will ich nicht, sind das jetzt Stoffmuster oder Verkäuferinnen. Im Erich sei Frau, es Walburka. Sagt, sie findet das gut, dass die Frau den Schleier anziehe, weil, jetzt war wie jetzt gesagt, die Frau hätte lang genug für die Gleichberechtigung gekämpft. Sagt Hilde, es stimmt ja nicht alles, was es Walburka sagt, aber sagt, in dem Fall muss ich ihm recht geben. Sagt Hilde noch, wow, wie, die Männer müssen nicht immer alles an. Nee, man kann es mit der Emanzipation aber auch übertreiben. Das mit der ganz Emanzipation war mal eine Zeit lang eine Modeerscheinung. Ne? Inge Meisel noch gelebt. Ist es nicht so drauf ankommen. Ne? Was ja auch so ein Thema ist, da mit den Quotefrauen. Ne? Dort im Walter Zimmer, der hat die Firma dafür Öle und Schmierstoffe. Der ist auch in der Politik. Und der sagt da, welche denn eine Quotefrau, sagt er, das wäre, wie, welche dem Proporz. Also, ja. Also in der heutigen Zeit geht in das seltenste Fall was mit rechten Dingen zu. Ich sage immer, wer nicht bestechlich ist, wird korrupt. Quotefrauen hat es früher schon gegeben. Es waren damals die Trümmerfrauen. Ja, und da hast du nicht können mit so fromme Sprüche kommen. Jetzt lassen wir die Kirche im Dorf, war ja alles kaputt. Und die Frau dummelt sie Hand mit der Hand geschafft. Heute schaffen sie mit dem Ellbogen. Und es ist heutzutage nicht alles. Viel, also vieles. Manches. Ein manches, was früher nicht in Ordnung war, muss man ganz ehrlich sagen, ist heute auch nicht besser. Im Gegenteil, auch schlechter. Und um deswegen noch einmal dort drauf zurückzukommen, habe ich zum Stefan schon ein paar Mal gesagt, machst du auf mein Grab nur eine dicke Platt, kriege ich von allem nichts mehr mit. Aber solange man lebt, muss man gucken, dass man seine Zeit herumkriegt. Ne? Gott, nein, ich noch zum Hilde gesagt, wir können noch mal das Wohnzimmer tapezieren. Man weiß, wie oft man es noch machen. Ne? Trinkt man seine Flasche Bier dazu, ne? Oder zwei, ist der Kasten auch leer. Und da kommen sie immer dann gleich mit ihrer Alkoholsucht. Ja, du lieber Gott, wer sucht, der findet. Wenn du so willst,
wie wenn ein Mann am Tag mehr wie 20 oder 30 Gramm reiner Alkohol, also im Konsum, wenn er der Alkohol Grammweis zu sich nimmt, ne? Dann hat der kein Alkoholproblem, dann ist der tablettensüchtig. Frauen dürfen ja noch weniger Alkohol. Ne? Allein deswegen bin ich schon froh, dass ich keine Frau bin. Die tägliche Gewohnheit, die ich süchtig mache. Ich bin seit über 40 Jahren verheiratet. Täglich. Ich merke nichts von Sucht. Ich kenne Todemet von heute auf meine Affäre. Sie gehen täglich schaffen, sind Sie süchtig. Wie man bekäme Schweißausbrüche, det anfangen sie zittere, ja, die, wie sagt man da, Symptome, habe ich, wenn ich auf meine Lohnstreife gucke. Ne? Ich muss nicht jeden Tag Bier trinken. Kann auch mal Wahnsinn. Ach, die ganze Statistik gibt es auch nur, damit die Tabelle voll sind. Ich bin doch kein Alkoholiker, nur weil ich manchmal besufft bin. Ganz normale Reaktion vom Körper. Oder wo sie als sagen, man sollte mit der Abstinenz aussetzen. Früher haben sie gesagt, jeden Tag ein Glas Rotwein, bleibt man gesund. Ich kenne einen, der hat in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Der ist 98 Jahre alt geworden. Das sind Ausnahmen. Aber kein Vorbilder. Es kommt alles doof von dem, wie sagen Sie da immer, Pro und Contra, wirst wo sie sich gegenseitig vorwerfen, sie wäre der Gege. Genau wie ich damals unser Badezimmer neu gemacht habe, war der Meierkurt da mit einem Bekannten, der wollte sich das mal angucken, sah der, das ist alles nicht so einfach. Aber ich sagte, was? Ja, so eine Wand zu fließen. Das habe ich alles selbst gemacht. Sah der Mann, sieht's. Hei, sagt Gott sei Dank, sieht man's. Also, wenn man's nicht sehen tät, hätte entweder ich kein Platte an der Wand oder du kein Aue im Kopf. Der wollte nur, dass ich mich provoziere. Da habe ich damals 3 Flaschen Bier geholt, deswegen komme ich da drauf. Da haben wir so da gestanden, da habe ich zu dem gesagt, da habe ich gesagt, das ist alles nicht so einfach. Sagt er, was? Da habe ich gesagt, aus der Flasche zu trinken. Sagt er, damit habe ich kein Problem. Da habe ich gesagt, man sieht's. Die Flasche ist noch zu. Hei, sagt, kennst du deinen Spruch aus dem Altersheim? Wenn ich die Sinne verlasse, dann trinke aus der Schnabeltasse. Dreht mir der Meierkurt ohne so heimlich ans Bein. Ne? Sagt, warum drehst du mir ans Bein? Sagt er so scheinheilig, sagt er, ach, habe ich dir ans Bein gedreht? Hei, sagt er, ja, schon mal ans Bein getappt. Hei, sagt, der hat doch angefangen. Also der hat doch regelrecht drum gebettelt. Mein Vater hat früher immer gesagt, wenn dir einer dumm kommt, lass ihn auch wieder dumm gehen.